Ja, moin, hier habe ich Kapitän und Kapitänin. Hier haben wir so eine Runde, diesmal völlig unspektakulär. Zumindest am Anfang. Und das ist noch völlig übertrieben, weil da wird nicht viel passieren. Later. Da kommen die zwei Flugzeugträger, weil ja, es sind zwei in der Runde auf jeder Seite. Die fokussieren erstmal hart die Seite, wo wir beide rüber gondeln. Und dann sind da irgendwie zwei Firestarter am Weg, am Werk. 2 hours later. So scheiß Mattel und Albemol, was es da war, das war irgendwie alles da. Ja, reinfahren hat sich der hätten. Nee, da war. Nee, hat sich nicht gelohnt. Eine Ewigkeit später. Dementsprechend haben wir das auch nicht gemacht. Und ja. Dann wird unsere Titan vorfahren und sterben, dann wird unser Kansas da versuchen rumzuscheitern. Und irgendwann stellen dann die da oben fest, so ist aber auch doof. Weil Dennis in seiner Ruhe, der spielt halt. Mit der Norca. Also der spielt das wirklich ganz eindringlich mit der. I'm okay. Und nachdem die Norca keine Lust mehr hat. Weil die hat auch das kleine Problem, die können nicht frei sich bewegen. Ich schieße mit AP, dementsprechend ist ein bisschen doof mit Manövrieren und freie Fahrt für freie Bürger. FTP-Witz. Und gleichzeitig steht da eine Rune und farmt sich ein Wolf. Mit einer Kadenz, einer Brandwahrscheinlichkeit durch die Kadenz, das ist nicht mehr feierlich. Der Träger auf unserer Seite hilft dann auch noch aus. Dementsprechend haben die irgendwann keinen Bock mehr und fahren erstmal weg. Und nachdem die weggefahren sind, überlegen sie sich halt irgendwann wieder hinzufahren. Aber, und das ist das Lustige daran, die zwei Flugzeugträger, die am Anfang noch auf unserer Seite gespielt haben und uns abgenervt haben, verlieren irgendwann zwischenzeitlich extrem das Interesse. Und dann kommt der Zeitpunkt, wo wir dann auch mal hart pushen können. Was? Mal hart pushen können. Gut, wir haben schon einige Schiffe gelassen und sind da quasi fast nur noch zu zweit. Neben ein bisschen Trägerunterstützung. Aber das könnte, also darauf wollte ich hinaus. Einfach mal produktiv zögern, konstruktiv warten, ausharren, bis die Situation kommt, wo er dann pushen und das Heft in die Hand nehmen, wenn man es pathetisch sagen möchte, dann auf einmal doch irgendwie Sinn macht, wo es doch vorher nicht so war. Viel Gerede, wenig Sinn, runtergebrochen, wollte ich nur sagen, wenn man nicht pushen kann, weil es nicht angesagt ist, dann pusht man halt auch nicht. Und hier war nun wirklich keine Möglichkeit zu pushen. Also schon, aber man wäre erfolgreich gestorben. Also nicht erfolgreich, man erfolgreich im Sterben, aber das. Ja. Motherfuckers!
Ohlala. Oh, das ist klein. Oh, fast nichts, es gibt Schlimmeres. Eine Fleischwunde. Feigling. Ja, komm schon, ich bin unbesiegbar. Ja, komm schon, ich schlag dich zusammen. Komm schon. Also gut, einigen wir uns auf Unentschieden. Wir sind ja gar kein Super-Übung. Wir sind ja gar kein Super-Übung. Wir sind ja gar kein Super-Übung.